Ich grüße euch, Freunde. Da bin ich wieder, Zordan, hier auf dieser unbekannten Insel in den wilden Landen. Ja, Drache, da hinten brüllst du. Aber das Brüllen wird dir noch vergehen. Doch das Problem ist, will ich von hier entkommen, dann, und vor allem auch vielleicht mir nochmal eine bessere Rüstung anziehen, dann brauche ich Erz. Und Erz und Erz, und das ist das Problem. Hier habe ich schon alle Steine soweit leer geschlagen. Ah, da hinten kommt schon wieder so ein Schmierchen. Ach, zieh dich doch, du elender. Hier, da kriegst du deinen eigenen Schädel auf den Kopf. So. Wenn ich die Kerle hasse. Ja, also ich muss ein Stück weg von hier und versuchen noch ein paar Felsbrocken zu finden. Treffer. So, reichlich zu kurz. Oh, ein Wildschwein. Noch ein Treffer. Die anderen waren wieder zu kurz. Hier, Borsti, komm her. Stark gesehen kann ich auch immer brauchen. Borsti war nicht gerade damit einverstanden, dass ich ihm einen Pfeil in den Rücken gejagt habe. Steine und Flints brauche ich wirklich keine mehr. Ich brauche Erz. Kohle geht auch. Wie ich immer finde, kann ich bald irgendwelche Kirchen bauen, aber ich will Erz haben, um mir eine vernünftige Rüstung herstellen zu können. Wo ist der Hirsch? Der Drache, wenn du mich siehst, komm ruhig her. Da ist der Hirsch. Habe ich dich. Tja, das ist das, worum es hier auf dieser Insel geht. Töte oder du wirst getötet. Ach, die Schneestürme kommen auf. Das heißt, es wird wieder eine bitterkalte Nacht werden. Ja, das sieht gut aus. Erz hier, sehr schön. Mehr davon. Ich brauche eine ganze Menge, wenn ich mir so ein aus hoher Qualität bestimmtes Schwert bauen will. Das Ding hier ist doch ganz ergiebig, dieser Stein. Sehr gut. Das war's. Und ich höre Knochen mehr. Vor allem höre ich auch den Drachen, als ob er da irgendwann kämpfen würde. Hä? Gut versteckt, mein Guter. Ja, und noch einen. Komm her, und ein Fünfer. Das nehme ich auch. Ist das der Turm des Drachen? Ich glaube schon. Er scheint wieder zu Hause zu sein. Dann gehe ich hier mal weiter Richtung Strand.
Essen soll es nicht mangeln. Was ist das? Habe ich dich. Was ist denn dort? Noch eine Ruine. Das sieht interessant aus. Ich glaube, das Haus habe ich noch nicht gesehen bisher. Irgendwer? Nein. Nur Steine und Flint. Ich brauche Erz. Komm schon, gib mir Erz. Wenn man höflich fragt, kriegt man sogar was. Jetzt hier wäre es schon zum Ende des Tages hin, wenn es eine vernünftige Kettenrüstung zu besitzen. Ich sehe dich. Aber ich muss hier Erz abbauen. Und dabei störst du. Oh, Amber. Hier, gib mir der. Bodenkeule. Oh. Armer kleiner Knochenmann. Was sieht mit dem Ding aus? Genau. Aber solange ich noch alle Hämmer habe, warum soll ich dann damit die Waffen ruinieren? So, das war's. Ach, kurz einen kleinen Moment mal verschnaufen. Entschuldigt, aber manchmal passiert es, dass man einfach mal sich erleichtern muss hier an irgend so einem Busch oder so. Ja, oder so ähnlich. Okay. Es wäre schön, wenn es heute nicht nur darum ginge, irgendwie Erz aus Steinen zu kloppen und Skeletten auf den Kopf zu hauen. Vielmehr bietet mir diese Insel auch im Moment noch nicht. Ah, Kohle immer noch. Ja, zum Glück habe ich genug Taschen. Das ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Überall im Leben ist das so. Ja, der klingt so, als ob er eine Rüstung anhat. Nein, hat er nicht. Ja. Wie viele kann es von denen hier eigentlich noch geben?
Also eine Wolfsrüstung sieht zwar doof aus, aber da es jetzt schon wieder dunkel wird, bin ich froh, dass ich sie anziehe. Ernst, die müsste eigentlich schon ganz gut sein jetzt, also auch von beiden, sowohl von mittlerer Qualität als auch von dem geringer Qualität. Mal kurz in die Taschen lunsen. Mal geringe Qualität. Ansonsten reichlich Steine. Nur 8 von mittlerer Qualität? Das kam mir irgendwie mehr vor. Ein hübscher Hirsch. Hübscher Hirsch. Versüßen wir den Inselalltag. Den wilden Alltag vielmehr. Wo bist du? Jetzt habe ich ihn. So, das schlechte Erz kann man zu mittlerem aufwerten, das mittlere zu hohem. Doch die Menge, die man dafür braucht, die ist radikal und das macht es so schwer, hier eine vernünftige Waffe herzustellen. Wenn ich das nicht bald zusammenkriege, dann mache ich mich, glaube ich, einfach so auf den Weg. Ich baue mir ein Floß und versuche einfach irgendwie von dieser Insel zu entkommen. Das muss doch gehen. Ich meine, ich habe mich jetzt hier eine Weile wohlgefühlt und das Barbarenleben ausgekostet. Denn das muss ich sagen, so ein Leben gefällt uns Barbaren. Durch die Wildnis streifen, jagen, Skelette zerstören. Kämpfen, es ist schön kalt, es ist herausfordernd. Wir Barbaren mögen das. Keine Frage. Nam nam. Wildfleisch essen. Aber es kommt auf der Punkt, wo man zu seinen Freunden zurückkehren möchte. Ich habe schließlich wichtige Aufgaben. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier, glaube ich. Da ist der Strand. Und der sieht überall gleich aus. Ich fürchte, wenn ich einfach so ins Wasser steige, werde ich ziemlich schnell erfroren sein. Oh. Macht nichts. Ich habe ja einige Hämmer gefunden. Na, das ist doch nochmal ein ganz ergiebiger Felsen hier.
Was haben wir hier für eine Hütte? Eine ziemlich kaputte. Aber eine kaputte Hütte mit noch einer kleinen Tasche. Wunderbar. Also gut, ich mache mich auf den Heimweg und gebe mich jetzt mit dem zufrieden, was ich dabei habe. Und zwar, nachdem ich mein Essen hergestellt habe. So muss das doch sein. Oh, Wildschwein, lecker. Aufhören muss ich mich noch nicht. Also los. Ich renne ein kleines Stück in die Richtung. Vielleicht nehme ich den Felsen dann noch mit und dann ab nach Hause und dann mache ich aus dem, was ich habe, was draus. Versuche es zumindest. Ansonsten mache ich mich auf den Weg. Wow. Qualitatives Erz. Das muss ich kurz nachschauen. Nein. Ich habe nicht gehört. Auch nicht schlimm. Kohle habe ich am Anfang kaum aus den Steinen rausgeprügelt, aber jetzt geht's eigentlich. Moment mal, doch, da, direkt unten in der Tasche. Das ist gutes Erz. Also hochqualitatives Erz. Sehr gut. Ja, mehr davon. War eine gute Entscheidung, diesen Felsen mir noch vorzunehmen. Noch ein hochqualitatives, schon drei Stück. Das war's. Mehr gibt er nicht her. Aber ich will mich zufrieden geben. Ja, brüll du nur, die elendes Echsenvieh. Du wirst meine Klinge schon zu spüren bekommen. Langsam läuft's. Bald kann man eh nichts mehr sehen. Ach, Steine klopfen. Als ob ich das nicht auf Hexenmacht schon immer genug zu tun hätte. Aber was soll's.
Hex macht, geht's meistens nicht so sehr um zu überleben wie hier. Immer schön her mit dem Erz. So. Und weiter. Der nächste Hammer ist auch bald hin. Tja, Freunde, tut mir leid, wenn ihr mich hier nun extra herbegleitet und ich die ganze Zeit auf Steinen klopfe, aber es muss sein. Da geht der nächste. Ich glaube, das ist auch der letzte Hammer, den ich dabei habe, also macht euch keine Sorgen. Allzu lange kann ich hier nicht mehr dem Steineklopferhandwerk nachgehen. Zumal das ganz schön Hunger macht. So. Ja. Gut, so viele Steine werde ich auch nicht mehr tragen können. Wolfsfleisch. Streng, aber man gewöhnt sich dran. Oh, je. Noch ein nicht ausgebeuteter Stein, es tut mir leid. Das nochmal alles. Und weiter. Meine eigenen Schritte narren mich. Ich höre Bedrohung in der Ferne. Hey, Dicker. So ein wildes Schwein. Noch eins. Ich will mich ja nicht in Gefahr begeben, aber... Die Sauen sind um einiges leckerer als das elende Wolfsfleisch die ganze Zeit. Oh, komm her. Den Schädel kannst du behalten. Ich weiß nicht, wofür mein Erz schon ausreicht. Ob es schon ausreicht, mir so ein Schwert zu schmieden, wie ich es möchte. Ah, ich muss in der Nähe meines Verstecks sein, denn hier sind die Steine alle schon geräubert und erbeutet. Was haben wir hier? Ach, das ist die zerstörte Hütte, auf der ich beim Hinweg vorbeigekommen bin. Yeah.
habe ich übersehen. So langsam kriecht einem die Kälte doch schon in Mark und Bein, selbst in dicker Fellkleidung. Ja, ich glaube, jetzt muss ich hier hoch. Wenn ich meine... Na, warte du. Eine der Bestien. Das ist einer von diesen Schattenöfen. Ja, selbst euch erwische ich. Meine Rüstung zwar fast zerfetzt, aber ansonsten geht's mir noch ganz gut. Ich bin eben Zordan, der Barbar. Kein hergelaufener Strolch. Haben wir schon. Du beeindruckst mich nicht, Knochenmann. Kann ich mir eigentlich aus eurem... schon ein bisschen Knochenmehl herstellen. So, spart auch wieder. Soll ich meinen Bogen reparieren? Schade um die Sehne. Noch so einer. Ja, das ist doch eine spannende Nacht hier. Das war doch nur die Wildschweine, könnte man das nennen. Kohle. Wo ich da schon wieder einen Knochenmann? Habt ihr Dämonen nichts Besseres zu bieten? Ich bin ein gestandener Krieger und langsam beleidigt, wenn immer nur die Skelette ankommen. Vielleicht sollte ich das nicht so laut sagen. Ich bin mir sicher, dass es auf dieser Insel noch größere Schrecken gibt als Skelette und den Drachen. Aber egal, ich nehme mit, was ich bekommen kann. Los! So, und jetzt bin ich ja wieder hoch auf den Bergen. Es wäre schön, wenn ich jetzt meine Schmiede wiederfände. Mal es schneit und langsam doch echt kalt wird. Ah, ich glaube. Ich habe einen rechten Pfad genommen. Das sieht doch nach Heimat aus da vorne. Oder der Drache war hier, das kann auch sein. Nein, alles gut. So, na dann wollen wir doch mal schauen. Hoppala.
Habe ich hier eigentlich eine Fackel drin? Bestens. In meinem Nebenhaus könnte ich die auch nochmal anmachen. Einfach damit Licht ist. Hallo Drache, komm her hier. Ich warte auf dich. Scheint hier nicht besonders zu beeindrucken. Habe ich aber nicht anders erwartet. Köstlich. So. Wollen wir doch mal schauen. Alles, was ich an Erz habe, so viel Kohle wie möglich. So viel Leder und Sehnen. Und das auch. Und das hier. So, was haben wir hier noch schönes? Holz brauche ich gegebenenfalls. Damit dürften die Taschen auch voll sein. Aber ich kann das alte verrottete Fleisch ablegen. Ich kann diese doofen Dinger ablegen. Genau das Knochenmehl. Und dieses rottige Fleisch. Bin ich mal gespannt. Zu was wäre ich jetzt so schon in der Lage? Den Wolfsbane könnte ich herstellen. Hahaha. Und die Shredder-Axt. Macht 18 Schaden. Macht 24 Schaden. Natürlich wäre das geschwärzte eben Stahlschwert noch besser. Ich müsste dafür, naja, müsste dafür nur 5 hochqualitative Erze herstellen. Wie viel könnte ich denn? 3. Oh, ich kann noch so einen schönen Rucksack herstellen. Ich kann es aber auch lassen. Na, warte mal, da war doch noch Holz drin, oder? Habe ich alles schon rausgenommen? Holz soll es ja nicht scheitern. Das waren 5. Das geschwärzte Ebenholz-Stahlschwert. Es ist mein. Endlich. Was an Rüstungen noch geht. Gehärtetes Leder. Eine Kettentunika. Wäre mir am liebsten. Dafür bräuchte ich mehr mittelqualitatives Erz, dafür brauche ich Holz. Mit Holz brauche ich diese Axt hier. Wäre doch gelacht.
wunderbar in der Hand, das Schwert. Haben wir hier denn mal irgendwie einen Gegner in der Nähe? Sieht nichts aus. Reicht es schon? Eines noch. So. Ich muss noch 4 übrig halten davon. Woran habe ich jetzt? Okay. Aber Stiefel habe ich ja gute, das ist nicht so schlimm. Wo gehen die hin? Hier? Ja. Und das. Ist noch irgendwie einen schönen Helm zustande? Nicht ganz. In der Richtung habe ich glaube ich nichts mehr. Vor die Tür, jetzt wird mir sicherlich schneller kalt werden. Das muss ich doch einen Gegner finden lassen. Eben waren hier schließlich so viele. Den haben wir schon. Deutlich. Tja, wenn du sie suchst, kommen sie nicht. Weil sie ahnen, dass ihnen blüht. Ich
meinen Ebenstahl ausprobieren. Los! Was ist das denn? Geisterwolf! Was für ein Gegner. Vielleicht ist das die Lösung des Ganzen. Ich habe den Geisterwolf besiegt. Und diese magische Kugel wird mich nach Hause bringen. Es wäre ohne mein Ebenstahlschwert nie gelungen. Gut, wilde Insel. So will ich es probieren. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Aber bis dahin kehre ich zurück. In die alte Welt. Wer weiß, was mir unterwegs noch alles widerfahren wird. Auf in ein neues Abenteuer!